Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Let's Play The Long Dark. Ihr wisst, wir sind letztens hier in das Haus, wir haben das Häusli hier gefunden auf unserem Weg nach oben. Und wir finden Feuerholz. Ist so kann man herrlich. Juhu, Feuerholz, Feuerholz, kann man gut gebrauchen. Manchmal kann man es auch rauchen. So. Also wie gesagt, momentan sieht es ganz gut aus. Momentan haben wir einen Lauf. Inwiefern der hält, ich habe keine Ahnung. Never know. Could end up being useful. Beef. Das ist das erste Mal in dieser Runde, dass wir Beef Jerky finden. So. Die Frage ist jetzt, ich bin echt jetzt am Durchdenken, ob ich vielleicht ein bisschen was von dem ganzen Zeug hier lasse. Wie sieht's denn aus? Essen könnten wir mal was. Das ist da was, das Hundefutter lasse ich auf alle Fälle hier. Die Tomatensuppe, die ist zwar kalt, aber mein Gott. Wir essen die jetzt einfach mal kalt. Man kann auch Tomatensuppe kalt essen. So. Ich würde nämlich natürlich gerne noch ein bisschen den Tag nutzen, weil so kalt ist uns noch nicht. Aber ich werde auf alle Fälle das fast abgelaufene Hundefutter hier. Ach, na super. Und damit hatte sich das dann wieder erledigt, mein Plan. Es ist jetzt nicht ganz so kalt draußen, aber das ist natürlich echt. Minus 11. Windschirm, minus 11. Nee, das steigt unsere Kälte zu sehr. Ich will bloß mal gucken, was hier. Hier geht's dann weiter, okay. Hier geht dann der Weg weiter. Okay, dann machen wir jetzt erstmal ein Päuschen hier. Ah, Mann, ich hätte mir meinen Timer erst holen sollen. Ich wollte aber das Spiel nicht unterbrechen. Das ist blöd. Gut, dann machen wir mal 2 Stunden Pause. In der Hoffnung, dass dann. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. So, es ist jetzt ein bisschen ruhiger draußen geworden. Obwohl, es sind nur noch minus 9 und Windchill ist minus 8. Ist minus 7. Minus 1. Ach so, es kommt doch ganz drauf an, wie man, ob man irgendwo dahinter steht. Ja, okay, aber es geht. Es fühlt sich an wie plus 2 Grad. Das geht, da sollte die Kälte nicht ganz so doll kriechen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es klappt. Keine Ahnung, ob das klappt. Und das Problem ist, es wird dunkel. Also wir sollten dann wirklich beim nächsten Haus dann wirklich eine komplette Rast machen. Und sagen, wir machen jetzt hier wirklich richtig Pause. Das ist natürlich jetzt die Frage, finden wir was? Finden wir noch was oder war das die letzte Tankstelle in den nächsten 300 Kilometer? Ich habe keine Ahnung. Plus 2 Grad. Das heißt, die Kälte kriecht uns nicht in die Knochen. Das ist natürlich echt geil, wenn wir plus gerade. Also wir haben uns jetzt auch wirklich den besten Moment ausgesucht, um loszulaufen. Ah nee, das sind Steine. Ich dachte schon, das ist jetzt irgendwas ganz Tolles. Okay, ich höre Wölfe und die kommen von oben. Also den Wölfen jetzt entgegenlaufen ist natürlich blöd. Aber ich merke, ich werde wieder mutiger. Und immerhin haben wir es 2 Tage und 1 Stunde überlebt. Wie sieht's aus? 1 Grad. Okay, es wird wieder kälter. Aber wir haben ja eh nicht vor, jetzt noch 3 Stunden draußen zu bleiben. Wir wollen ja eigentlich was finden, wo wir uns jetzt donzen können. Wow. Guck mal, da unten waren wir. Singelt mein Telefon?
funktioniert nicht. Muss ich nämlich immer horchen. Wegen den ganz wichtigen. Okay, das ist echt schwierig, die zu lokalisieren. Wo die gerade rumhüpfen. Die blöden Wölfe. Wie sieht's aus? Immer noch plus eins und es wird nicht kalt. Das ist gut. Ach nee, das ist bloß so ein Ding. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß echt nicht, hinter jeder Ecke könnte jetzt hier irgendwas lauern. Ich war hier noch nie. Ich sehe das hier zum ersten Mal. Hab noch nie so Long Dark gespielt. Okay, wir sind aber so gut wie ganz oben, oder? Also wir sind zumindest ziemlich weit oben. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Wolfsgeheul herkommt. Das ist abartig. Das ist so. Nee, das ist ein Stein. Das Blöde ist auch, dass ich manchmal wirklich dann dastehe und denke, Wolf! Ach nein, das war ein Stein. Gut. Uiuiui. Okay. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich glaube, für The Long Dark werde ich in der nächsten Session, also jetzt in meiner momentan laufenden Session, finde ich das blöd, da so mitten rein das zu knallen. Aber ich glaube, wenn ich dann nochmal eine Runde The Long Dark aufnehme, werde ich das eventuell mit Facecam machen, weil das ist, glaube ich, doch ein bisschen interessanter für euch, als wenn ihr jetzt hier bloß dieses Rumgelatsche von mir seht und das Gelaber. So könnt ihr dann auf mein angestrengtes Gesicht starren, wenn ich so... Ja. Ich muss ein Mann. Der sitzt aber nicht hinter uns her, oder? Ich traue mich nicht, hier hinzudrehen. Oh fuck, die sind echt nahe. Shit, wo sind die denn? Ich sehe die aber auch nicht. Da hinten ist ein riesiger Stein. Ich wollte gerade sagen, ein riesiges Haus. Mist! Was tun die hier? Ach nein. Der kriegt dich wieder ein. Also gut. Shit. Okay, beobachten wir mal. Das Wunderschönste ist, dass der hier wirklich richtig patrouilliert, ne? Bricht dir ja nichts. Bricht, wie du bist. Oh Gott, wir sind dem so nah. So nah und doch so fern. Wir haben es geschafft. Also fast. Wir sind fast da. Oh mein Gott, ich kann meine Freude kaum zügeln. Wir sind zu dem verlassenen Außenposten. Cool. Yay! Es hat sich tatsächlich gelohnt. Und der Wolf hat uns nicht gesehen. Finde ich geil. Okay, dann gehen wir dann. Dann nehmen wir uns für den morgigen Tag dann einfach vor, dann die Straße hinterzulaufen. So. Schnell rein. Hier wäre theoretischerweise ein kleine Waffe gewesen. Best be prepared for anything. Hohoho. Munition. Toll. Summit Soda. Ein Hunting Knife. Wir haben das letzte Hunting Knife gefunden. Ein Cupboard mit Basic Gloves.
Und mittens sind Newspaper und Feuerholz. Okay, es ist 16.59 Uhr, die Sonne geht hier sowieso bald unter. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt auf jeden Fall erstmal hier. Kalt ist uns ja soweit nicht. Das Einzige, was ich gerne mal gucken würde. Ja, ja, blöder Wolf. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir hier die Rifle gefunden hätten. Ah, wäre das toll gewesen. Okay, aber wir bleiben auf jeden Fall. Wir bleiben auf jeden Fall hier. Und was wir natürlich immer abends machen, wir kontrollieren erstmal unser Equip. Obwohl, wir können eigentlich erstmal was essen und was trinken. Was hast du dir heute verdient? Hast du dir verdient? Was haben wir denn hier? Theoretischerweise wäre es natürlich auch nett, wenn man dem mal was ordentliches zu essen geben kann. So, was hätten wir denn noch? Pineapple Peaches. 450 obwohl, nee, hier. Pork and Beans. Boah, wir sind jetzt voll ausgerüstet, außer die Rifle. Wir haben die Rifle noch nicht. So. Hunger ist weg. Durst. Ich muss kurz husten. Einen Moment. Bin gleich wieder da. Ja. So. Kondition 100%. Wir sind wahnsinnig gut drauf. So. Die Frage ist, wenn wir die reparieren, dann müssten die eigentlich theoretischerweise... Wir haben keine Klos mehr. Okay, dann machen wir erstmal die kaputt. Ja, machen wir erstmal die kaputt. Und dann würde ich sagen, reparieren wir die mal. Mal gucken, ob die eventuell besser sind als... Na, aber sie schattet. Gut. Die Handschuhe würde ich gerne behalten, weil die trotzdem warm sind. Haben wir noch irgendwas, was wir jetzt nicht unbedingt... Oh, wir haben hier 20.000 Swing-Kits mit. Oh, ich hätte ausbauen sollen. 5 Rifles. Wir haben richtig gutes Feuerholz. Aber das schmeißt nicht sehr viel Hitze. Ja gut, das ist... Das ist nicht ganz so schlimm, obwohl die Zeitung hier können wir noch harvesten. Bevor wir schlafen gehen. Ich will zwar eigentlich auch gar nicht so früh schlafen gehen, das Problem ist aber, dass wir jetzt hier eh nichts. Großartig mal. Haben wir hier den Schrank schon durchsucht? Ja. Hier wäre ein Platz von der Rifle gewesen. Natürlich finde ich den nicht. Okay, Kinder, wir gehen erstmal ins Bett. Wir schlafen wieder bis 0 Uhr. Dann essen wir wieder was. Und dann... schlafen wir weiter. So, es ist... Was? Warum ist das so wahnsinnig hell? Ist das ein Bug oder? Ah, ja, okay, es wird dunkel. Ich korrigiere mich, ich dachte gerade, das wäre ein Bug oder auch. Halt die Fresse! So, wir essen mal. Was essen wir denn leckeres heute? Hier, Pork and Beans, das hat. Und dann essen wir ein. Granola-Bar. Und dann trinken wir noch ordentlich was. Könnten wir eigentlich mal eine Summit-Soda trinken. Und noch ein bisschen Wasser. Und dann können wir weiter schlafen. Das war jetzt echt lustig. Ich dachte jetzt echt, das ist ein Bug oder irgendwas. Also es ist ja im Prinzip irgendwie ein Bug, aber... Gut, 6 Stunden noch schlafen und dann kann es weitergehen mit unserer Erforschung. Und dann haben wir schon... Haben wir dann... Ach, verpisst euch, ihr blöden Viecher, Drecksmist, Idioten, Wölfe,
funktioniert. So, wir trinken das, weil das gibt nämlich nur ordentlich Kalorien. Wir trinken nochmal sowas, weil das gibt nämlich ordentlich Kalorien. Und ich trinke auch mal schnell was. Und schütte mir die Hälfte über mein Headset. Wunderbar. So, das bedeutet natürlich, dass jetzt anscheinend hier unten Wölfe sind. Wie sieht's mit der... Whoops. Ich glaube, wir können den Tag hier verbringen. Weil das nützt uns jetzt nichts, wenn wir hier minus 20 Grad draußen haben. Das kann ich eigentlich ja... Nein, natürlich nicht. Ja, nee, das nützt uns jetzt irgendwie. Rausgehen brauchen wir jetzt nicht. Wir machen nochmal 2 Stunden Pause. Das bedachte ich natürlich nicht, bei meiner Freude, dass wir, wenn wir hier oben sind, eventuell möglicherweise vielleicht ein bisschen festsitzen. So, sieht ganz gut aus. Ist es jetzt vielleicht ein bisschen... Nur noch minus 18 Grad. Yay. Was mache ich jetzt? Es sind eh noch Wölfe hier unten. Insofern können wir noch 2 Stunden Pause machen. Mist! Sollte etwa unsere Glückssträhne abreißen? Sollten wir jetzt hier oben elendig verhungern müssen? Das war blöd. Wir haben 2 Tage und 20 Stunden überlebt. Ich glaube, so lange habe ich noch nie überlebt. Das ist spannend. Hier. Trink das, du Sau. Hab bis 35 Kalorien, das ist scheißegal. Ja, erstmal nochmal die Granola-Bau und dann trinken wir noch was und dann kann es eigentlich schon wieder losgehen. Zu trinken haben wir ja noch genug und trinken ist auch eigentlich, glaube ich, das geringste Problem. Okay, jetzt hoffen wir mal, dass es jetzt ein bisschen wärmer draußen ist. Nicht wirklich. Jetzt gucken wir erstmal, wie es hier unten aussieht. Wahrscheinlich total beschissen. 20 Wölfe. Ich sehe keinen. Was ja erstmal auf den ersten Blick nichts bedeuten mag. Ich hoffe, die kommen echt keine Treppen hoch. Ich werde mich mal nicht direkt auf die Straße zu. Ach du Scheiße. Okay. Wir halten jetzt nach Wolfsspuren Ausschau. Es ist natürlich sehr interessant, dass man hier tatsächlich auch Wolfsspuren sehen kann. Das bedeutet aber, dadurch, dass man die relativ lange sieht, dass wir echt einfach nur auf den Boden aufpassen müssen. So, da sind wir hergekommen. Und da wollen wir jetzt lang. Sind hier irgendwo Wolfsspuren? Ich habe... Das war jetzt irgendwie gruselig. Also nicht gruselig im Sinne von, oh mein Gott, der absolute Schocker, sondern so... Sondern im Sinne von, ich bin jetzt gleich tot. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh Mann. Wo kommt der denn her? Geh weg. Geh weg, 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 geh weg. Oh lieber Gott, lass den bitte jetzt nicht die Treppe hochkommen. Wenn er jetzt die Treppe hochkommt, dann bin ich am Arsch. Sie kommen nicht. Das bedeutet aber, ich komme auch hier nicht mehr weg. Du alte Pisspot, blöde Pisspottige Pisspottsau, blöde Arschloch. Scheiße. Ja, phew. Das kann ich laut sagen. Fuck, was mache ich denn nur? Der patrouilliert jetzt hier. Okay, ich müsste mich... Da ist noch ein Wolf. Boah.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich brauche erst eine kurze Aufnahmepause. Und vielleicht sind dann die Wölfe ja weg, wenn ich das Spiel beende. Okay, nee, wir machen das so, wir schlafen mal ein Stündchen hier. Dann ist nämlich das Spiel gesichert und es müsste eigentlich jetzt sowieso demnächst soweit sein. Die Folge müsste gleich zu Ende sein. Oder müsste jetzt zu Ende sein. Und ja, dann gucken wir mal. Ich schlafe mal eine Stunde. Und dann mache ich ein kurzes Päuschen. Werde mich ein bisschen wieder akklimatisieren von der ganzen Sache und hoffen, dass wir dann irgendwie weiterkommen. Genauso machen wir das. Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bleibt nerdig und hoffentlich seid ihr auch wieder in der nächsten Folge mit dabei. Wenn es heißt, kommen wir von den Wölfen weg oder nicht. Bis dahin, macht's gut und tschüss.